Einen schönen guten Abend hier bei Star Ruler Runde 2 zur zweiten Aufnahme. Ja, dies ist wieder ein Wiederholungsversuch bzw. eine wiederholte Aufnahme, da es wieder technische Schwierigkeiten gab. Sie bleiben nicht aus. Es ist immer was anderes. Aber gut. Das soll uns doch weiter nicht stören. Hoffen wir, dass es diesmal funktioniert. Und ich bin schon ganz gespannt auf diese kleine Zeitreise im Prinzip. Ja, wir sind ja das letzte Mal ein bisschen überrannt. Naja, überrannt nicht, aber ein bisschen überrumpelt worden von unserem Kollegen. War jetzt nicht so schön. Wir hatten ein paar Gegenmaßnahmen getroffen, indem wir die Advanced Parts Factories abgerissen hatten und dafür Electronic Parts hergestellt, nur noch Electronic Parts hergestellt haben, um praktisch unseren Bestand aufzubauen, um selbstverständlich hier ein bisschen entgegenzuwirken. Jetzt werden wir mal gucken. Research läuft eigentlich sehr gut. Projector, Weapons, Cargo. Können wir auf jeden Fall mal pushen. Biology fürs Erste. Jetzt gucken wir mal, wie weit sind denn die... Ah ja, hier werden jetzt die Schiffe gebaut. Fehlen jetzt die letzten Planeten in dem Nachbarsystem. Wir sollten auf jeden Fall noch eine ganze Weile warten, bis... Naja, was heißt warten? Wir sollten eigentlich mal ein bisschen zur Tat schreiten. Uns hier zur Wehr setzen, denn wozu produzieren wir denn diese Schiffe auch? Und hier werden wir gleich mal... Ah, jetzt noch nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall expandieren, um nicht ins vollkommene Hintertreffen zu gelangen. Denn unser Kollege, der hat ja hier schon sehr, sehr weit ausgebaut. Was ja nicht so erfreulich ist. Einfach mal eine Dauerproduktion einrichten. Ich sehe die Bomber, die werden hier aber auch ganz kräftig produziert. Wir werden uns mal Cruiser hier am laufenden Band herstellen. Aber hier.
um hier doch etwas aggressiver vorgehen zu können, denn, oh, wir sehen, unser Kollege, der hat hier anscheinend keine Probleme, sich weiter auszubreiten. Verstärkung wieder reinschicken. Darf natürlich auch nicht die Übersicht verlieren. Wir werden, ach, wir machen das wieder über das System. Welches System war das? IPAL, genau. Dann werden wir hier mal ein Kolonieschiff auf dem besten bauen. Und das setzen wir auf Autokolonize hier drüben. Ja. Wenn wir mal einen Planeten auf jeden Fall nehmen, während wir hier versuchen, diese Welle zurückzuschlagen. Ist natürlich auch eigentlich, glaube ich, nicht sehr clever, so viele Rohstoffe anzureichern, ohne die irgendwie zu verwenden. Es ist immer so ein kleiner Druckschein, wenn man in dem Income-Tab bleibt und versucht immer positiv zu bleiben, obwohl man, wenn man Abzüge hat, man ja unter Umständen noch weitaus ausreichend Rohstoffe auf der Bank hat. Das ist immer so ein bisschen ein Trugschluss und vor allem ist das ja auch nur die Produktion, die nicht auf dem Planeten bleibt, die auf die Bank kommt. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier ein bisschen was bewirken können. Was mag er denn? Für 5 Minuten bietet er uns Frieden an. Und wir sollen ihm dafür aber jede Sekunde 1100 Luxuries liefern. Ich glaube nicht. Da wären wir ja schön blöd. Wir können das mal versuchen zu altern. Und zwar so und so. So gehen wir kein Risiko ein, dass er den Krieg erklärt. Vielleicht. Ah, ne, er hat das gleich abgelehnt. Okay. Da ist er sich seiner Sache wohl sehr sicher. Unser Kolonieschiff tritt seine Reise an. Die Verstärkung immer schön nachschicken. Hier werden wir mal versuchen, auf Computers zu kommen. Aber Moment, das machen wir aber anders. Das machen wir bei Biology. Denn wir wollen auch auf Soziologie und Computers kommen. Da ist hier. Ja, vielleicht kommen wir auf mit ein bisschen Glück auf beides. Systems. Auf jeden Fall stark behalten. Na, einfach nur. Ich sollte nur dahin fliegen und kämpfen. Ja. So, was baut ihr hier? Eine Advanced Parts World, okay, das sind doch Geothermal Vents auf dem Planeten. Das bietet sich ja an. Den nächsten werden wir aber auf jeden Fall den Goods widmen. Da sind fast überhaupt keine Bestände da.
sehen, wir haben uns jetzt von den Electronics schon ziemlich gut wieder erholt. Das heißt, wir können jetzt die Advanced Parts auch wieder beginnen herzustellen. Dazu bauen wir einfach auf diesem Planeten hier nochmal ein. Aber trotzdem wieder auf Cruiser Repeat. Die anderen Planeten. Ah ja. Was sind denn hier für Structures drauf? Electronics, Electronics. Okay, dann können wir hier wieder Advanced Factory bauen. Versuchen wir hier mal die Gases auszuführen, um auf Computers zu kommen. Und danach gehen wir mal auf Economics. Das heißt, diese Gäste brauchen wir nicht mehr ausführen. Die Computers werden dann für neue Schiffe sehr nützlich werden. Wie gehabt. Okay, und wir konnten hier tatsächlich etwas erwirken. Okay, dann werden wir versuchen. Ja, ist natürlich schon ein bisschen schwierig und jetzt sehen wir hier. Dadurch, dass wir jetzt natürlich die Cruiser hier dauer produzieren, hauen uns die Advanced Parts ab. Hoffentlich kommen diese drei Factories bald wieder. Ich glaube, hier konnten wir auch Metal Mining. Bauen wir hier mal zwei. Zwei Advanced Parts Factories. Nein, was mache ich denn? Wir haben ja hier extra einen Planeten dafür. Ah, wir dürfen es nicht übertreiben. Wenn wir es jetzt abgeben, dann kann das leicht passieren, dass wir diesmal hier nicht siegreich vom Feld gehen.